Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ist das nicht ein schöner Sonnenaufgang? Fantastisch. So, was haben wir da vorne? Ich habe noch eine Schatzkarte in meiner Truhe gehabt und ich dachte mir, die holen wir mal. Und das passt auch ganz gut, denn sie liegt hier. Wir sind da. Und ich würde gerne mal mit euch hierhin. Hier ist ja noch einiges verdeckt. Und vielleicht schaffen wir auch endlich mal die Quest, die wir irgendwann mal angenommen haben hier. Auf dem Rückweg. Mal schauen. Ansonsten heben wir uns das für die nächste Folge auf. Ich werde mal hindüsen. Ey, dieser Sound von der Karre, ne? Einfach nur genial. Hab keine Zeit gerade, Baby. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Schaufel einstecken habe, aber ich glaube schon. Es sind immer dieselben Löcher in der Brücke, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Immer dieselben. An derselben Stelle. Hier auch wieder links und rechts. Na komm, wenn du so penetrant... Ey, gibt es hier Mais? Komm, dir helfe ich doch. So. Ist das... Ne, es sind nur Pflanzen. Toter Mais. Ne, das brauche ich nicht. Ich dachte, ich kann ein bisschen Mais abstauben für den Penner. Ich glaube, brauche ich den für den Penner-Eintopf? Ich glaube ja. Oh, warte mal. Bin ich jetzt ein zu weit? So, hier waren wir noch nicht. Das ist ein Neuland. Okay, ich hab dich gehört. Hä? Ich hab dich doch nur gestriffen. Ja. Was haben wir denn hier Schönes? Wow, sehr gut. So. Nix Lutus. So, wir haben jetzt Tag 45. Ich werde mal so spätestens... Schon wieder ein Polizeirevier, das ist gut. Ich glaube, in jedem Biom gibt es eins. Bis jetzt habe ich schon drei gefunden. Was ist das hier? Eine Apotheke. Du müsstest mal rein. Kopfschmerztabletten. Gut. Das sieht doch gar nicht so groß aus. Kriegen wir das jetzt noch vorher hin? Weil wenn es da wieder so eine spezielle Lootkiste gibt, muss ich das wieder markieren, damit ich das nicht vergesse. Um da mal wieder hinzufahren. Ah, oh, jetzt habe ich Feder mit eingesteckt. Brauche ich nicht. Forever Video? Hä? Dann neben der Videothek. Tatsache, eine Videothek. Wahnsinn, Nostalgie. Oha, das ist gut.
Gut, wir gucken mal schnell rein. Ach, lass ich zu. Wie viel? 3000. Ah, nehmen wir das. Geht schneller, wa? Guten Tag. Ich wollte mich mal ein wenig umschauen. Oh, hier sind Grüne. Da liegen schon welche. Oh, du bist noch nicht tot. Nee. Die müsst ihr ganz schnell erledigen, sonst explodieren die. Oh je. Wer ist denn noch hier? Level 74. Dann gucke ich mal gleich, ob ich noch mal das den Schatzskill leveln kann. Hör mir hier auf zu klopfen, du bringst mich durcheinander. Danke. So. Okay, haben wir, das waren bestimmt die, die da gelegen haben, ne? Ja, okay. Bücher. Erstmal einstecken, wir lesen sie später. Okay, das meiste können wir eh nur verkaufen. Wir haben schon vieles auf Max. Das ist gut. Hängt hier wieder was? Nee. Oh, ein Tresor? Was? Oh, gut, der ist tot, der kann nicht mehr explodieren. Das tun die nämlich gerne, da müsst ihr echt aufpassen. Oh, die Zelle ist auf. Gut, aufschlagen oder Dietrich benutzen? Ich würde sagen, ich probiere es mal mit dem Dietrich. Was haben wir hier? Gar nichts. Gucken, ob wir Glück haben. Oha, ich bin erstaunt. Na gut, das war jetzt. Lassen wir das mal. Water. Nehmen wir mal mit. Kommt in meine Sammlung. Oh, da will ich rein. Da will ich rein. Aber es sieht nicht so aus wie eine Spezialkiste. Schade. Egal, Loot ist Loot. Und tut gut. Den habe ich erfunden, ja. Aber geöffnet. Hier will ich aber auch rein. Oh, yes. Was haben wir denn da? Scharfschützengewehr. Oh, unser erstes, Leute. Das vergleiche ich mal mit dem Unterhebel-Repetier. Das wird bestimmt stärker sein. Sehr gut. Und Maschinengewehrteile. Gut. Schon wieder Maschinengewehrteile. Oh, Stahlspeer. Brauche ich noch nicht. Den mache ich mir auf Level 6. Einfach nur, um ihn mal zu haben. Hier ist verschlossen. Vielleicht steht diese wunderbare Spezialtruhe ja auch woanders. Ich werde mal schon mal was in unser Bike bringen. Das, was wir lesen können, wird jetzt gelesen. Was haben wir hier? Robotik. Was haben wir hier? Medical? Nee. Handwerk. Ansonsten der Rest wird verkauft. Tot? Nee. Jetzt. So, hier passt ja einiges rein. Dann das. Das sowieso das. Sowieso das. Na gut, das kann doch rein.
Okay. Ich habe so einen Durst. Hier war ich schon. Oh, hier, komm. Irgendwas habe ich geweckt. War das über uns? Nee. Ah, guck mal. Okay, da gehen wir gleich hin. Küche. Dosenfutter. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Kartoffeln, ja, brauche ich auch für den Penne-Eintopf, definitiv. So, da, da, da. Was war das denn? Alter, eine schöne Falle. Und die Tür geht natürlich nicht so. Wo kommst du her? Wo bist du denn hin? Hildegard, bleib stehen, sofort. Ey, wie die uns hier in eine Falle locken. Oh, das war ein blauer Beutel. Hä? Was ist denn das? Kettensäge. Ich werde weich. Oh, warte mal. Ist da was drin? Ist da Sprit drin? Dann liegt die mal ausprobieren. Weil der Erdbohrer gefällt mir hier gar nicht. Den benutze ich auch nicht. Ah, habt ihr ein Glück. Oh, damit werde ich durch die Reihen gehen. Gut, können wir jetzt nicht gebrauchen. Was backst du denn hier rum? Findest du das toll? Ja, kam die von da oben? Ob da oben noch irgendwas ist? Was macht er denn hier? Also ich meine ich. Nee, das war nur die Falle. Meistens liegt da oben noch was. So, das ist aber... Nee, Handwerksfertigkeit. Medizinisch, natürlich. Bin ich denn doof? Darauf bitte keinen Kommentar. Okay. Immer diese 9mm. Ey, wieso kriege ich immer 9mm? Ich kriege immer die Munitionsart, mit der ich gar nicht schieße. Gehe sogar so weit und behaupte, mit der 9mm kommt ihr nachher zu einem bestimmten Level gar nicht mehr weiter. Es kommen einfach zu viele vollständig grüne Zombies, die lachen euch aus. Na, endlich mal ein bisschen hier. Aber ist wieder voll, wa? Ist doch irre. Den Rest kann ich gar nicht mitnehmen. Ich bin gleich wieder da. Ein Gebäude gelootet und ihr seid komplett voll. Eure Taschen voll, die eures Gefährts voll. Wahnsinn. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, das ist gut. So, die können das mal weg. Die lasse ich mal lieber hier. Wer weiß. Wenn wir kurz stacken hier, kurz stacken. Egal. Wer sind Sie? Hier ist Parken verboten. Hm.
Boah, der Sound von der Axt, ne? Wahnsinn. Da kloppt doch schon wieder einer draußen. Frechheit. Was ist das hier? Nichts. Okay. Jo, habe ich alles schon? Kann ich alles verkaufen? Nerdbrille. Wow, das gepaart mit dem Nerd-Anzug? Bekomme ich gleich 30% mehr Erfahrungspunkte. Oh. Das freut mich. Und das müsst ihr zur Horde-Nacht anhaben. Leute, das rentiert sich. Wieso habe ich denn die Fackel mitgeschleppt? Ich bin da auch schon wieder, Mensch. Komm. Die brauche ich jetzt nicht. Sie wünschen? Achso, habe ich nicht. Wo war die nette Dame, die noch hier, ne? Stoff. Noch mehr Stoff. Ah, guck mal. Die haben sich sogar hier rausgeschlagen. Ah ja? Nee. Oh, ich kriege es natürlich nicht zu. Wieso auch? Wieso? Vielleicht gibt es ja noch einen abgeschirmten Superbereich hier, wo noch die Spezialkiste steht. Ich bin süchtig nach diesen Kisten, ja. Ich weiß nicht, ob das auffällt, aber... Es ist doch schon... Das ist doch schon die Videothek. Ja, ich drehe mich gleich um. Oh. Kurz mal rein hier. Kurz. Ich habe nicht lange Zeit. Oh Gott. Wieso komme ich hier nicht raus? Oh. Das war's gewesen. Mit dir auch, oder? Ja. So, schnell mal gucken. Sieht interessant aus. Kurzen Prozess. Ist nichts. Oh, Falle, Falle! Oh, ich hasse das, ne? Okay. Nichts. Ah, okay. Aha, wo? Hä? Dann nicht. Ja, das war jetzt nicht so dicke hier, ne? Fahren wir mal zum Schatz. Kommt ihr doch einmal alle hier. Hä? Hä? Oh, die lebt noch. Oh, daneben geschossen. Das müsst ihr auch erstmal schaffen mit der Schrot. Das macht mal nach. So.
Da liegt Eisen. Das muss ich mir merken. Auf dem Rückweg. Was ist das denn da? Nein, erst Schatz. Wir kommen gleich wieder zurück. Ich will nur kurz den Schatz bergen. Keine Zeit jetzt. Ich komme gleich wieder. Ist aber nichts Gewerbliches, ne? Ich weiß nicht, ob diese guten Schatzkisten auch in Privathäusern stehen. Ich weiß es nicht. Wieso bekomme ich jetzt Schluck auf? Sehr ungünstig. Oh, Ragnar, jetzt üben wir noch mal. Die rutscht aber auch weg. Okay, wir sind da. Wir checken mal die Umgebung. Zack, zack, zack. Keine da. Schatzsucher, kann ich das schon auf Max bringen? Nein, kann ich nicht. Schade. Dann wollen wir mal starten. Nach dem Schatz werde ich die mal reparieren. Oder meine ganzen Ausrüstungsgegenstände, die sind ganz schön angeschlagen, alle. So, ich gebe euch mal einen Tipp. Ja, also das mache ich jetzt nur so für mich so. Aber da es ja meist so ist, dass wenn ihr den Schatz gehoben habt, dass dann noch ein paar Zombies zu euch kommen und ihr schnell aus dem Loch wieder raus könnt. Nach jedem vierten oder fünften Spatenstich wird das Ding ja hier kleiner, der Radius. Das heißt, tragt doch erst die oberste Schicht ab und geht dann tiefer, bis der Radius sich so verengt hat, dass ihr genau wisst, wo der Schatz ist. Ja, also nicht gleich tief graben. Ich meine, mehr als zwei, drei Blöcke braucht ihr euch eh nicht runtergraben. Tiefer sind die nie. Denn hier aus Fallen habe ich gelernt, ja, gerade wenn man gräbt. Einmal wieder noch kleiner, glaube ich. Ne, nochmal. Der wird richtig klein, der Kreis. Na, da geht noch was, oder? Kreis, geht da noch was? Kommt doch schon was. Ich habe irgendjemand stöhnen hören. Den habe ich hier nicht ganz getroffen. So, ich glaube, das ist das Maximum. Jetzt wisst ihr genau, wo der Schatz ist. Da ist er. Was haben wir da? Achso, ihr dürft nicht vergessen, eure Dietriche mitzunehmen, ja? Weil ich glaube nicht, dass es was hilft, wenn ihr die Truhe kaputt schlagt, dann ist, glaube ich, der Schatz weg. So war es im alten Spiel. Oh, 12.500 Jetons, Munition, Schießpulver. Oh yes, das hat sich gelohnt. Schönes Ding. Ah, ich fühle mich gut. So, wo ist... Leute, für die Leute, die sich das Video bis jetzt, also bis hierhin angeguckt haben, ich suche einen geilen Namen für mein Bike. Schreibt doch mal ein paar coole Namen für so einen heißen Ofen rein. Bin mal gespannt. Ich bin sehr unschlüssig, was sowas angeht.
bin gespannt, was ihr mir da schreibt. Also einen richtig schönen Namen für dieses Bike, ja. So, dann wollen wir mal zurück was war das? Kleines Städtchen. Was ist das? Aber ich kann ja wahrscheinlich wieder nicht viel einstecken. Ich habe ja schon so viel bei. Das kommt erstmal, das kann ich stecken. Das kann ich auch. Nee, davon habe ich ja gar nichts. Das kann ich erstmal tanken. So. Das, der kann weg, den haben wir schon. Das auf jeden Fall. Munition, Gammelfleisch. Toll. Geht nicht. Schrot habe ich auch nicht. Wasser. Gut, gehe ich erst darüber oder gehe ich erst hier rüber? Ich gehe erst hier rüber. Was soll's? Oh, Eisen. Das mache ich gleich, wenn ich das Video beende. Werkstattwagen. Oh, die kann ich sogar noch lesen. Robotik. Aha. Handwerksfertigkeiten. Elektrische. Sehr gut. Wie Hunde rumlaufen. Aufs Dach. Auf jeden Fall kriegen wir hier gut Sprit. Befallener. Normaler. Einer lebt noch. Ja, Reparaturkits nehme ich immer. Nein. Siehst du? Ich wusste es. Ja, moin. Mist. Sehr riskant, den im Nahkampf zu machen, würde ich nicht empfehlen. Ging mir auch gerade die Muffe. Oh, ich kann wieder Geld beim Händler lassen, ey, Wahnsinn. Bücher, Bücher. Aber ich weiß nicht, wann die wieder neuen Stuff kriegen. Ich fahre einfach mal Tag 46 oder ich fahre diesen Tag nochmal gucken. Mal schauen, ob der was hat. Braucht auch Bücher für die elektrischen Fallen und so weiter. Elektronik müssen wir jetzt pushen. Intelligenz sowieso. Zapfsäulen. Wieso gibt ihr mir keinen Sprit? Gib mir Sprit. Was ist denn, wenn ich dich abbaue? Kriege ich dann Sprit? Aber dann. Stahl und Eisen kriege ich. Aber keinen Sprit. Oh, nö, das ist. Lohnt sich ja gar nicht. Dann lassen wir das lieber. Im alten Spiel habt ihr hier aus Zapfsäulen noch Sprit bekommen. Ja. War hier nur ein kleiner Tresor versteckt? Nee. Gehen wir erstmal runter.
Haha, nein, 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 ich fall da nicht runter. Nicht mit. Ich gehe die Treppe. Was höre ich? Aber es ist hier hinter. Das nehme ich jetzt nicht mit. War hier jemand? Hallo? Nee. Gut, dann ging es schon mal nach oben, ne? Schauen wir mal aufs Dach. Oh, warte mal. Ich habe beinahe übersehen. Ihr sagt aber auch nichts. Kisten? Du lebst noch. Ah! Du komm her. Ja. Geh weg hier, du Vogel. Das sah jetzt ungemütlich aus. Wow! Home Run, Baby. Ein Zelt. Thunfisch oder Katzenfutter. Oh shit, ich habe kaum noch Platz. Futtern. Was kann ich wegschmeißen? Ah, komm. Oh, hier noch, oh, hier ist noch mehr. Ah, das kann ich lesen. Was kann weg? Was kann weg? Was kann weg? Ich habe gerade Hunger, ne? Katzenfutter. Geht immer. Schiefer. Autos. Das würde ich gerne mitnehmen. Genug Knochen zu Hause. Egal. Das war's hier. So Leute, ich hoffe, euch hat diese Folge wieder gefallen. Wenn ja, ihr wisst ja, ne? Daumen nach oben, Kommentar und lasst ein Abo da, wer es noch nicht gemacht hat. Würde mich freuen. Und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Wenn es heißt 7 Days to Die. Oh. Bis dann. Ciao, ciao.